Das Promi-Geflüster macht heute mal wieder Station an der Kraxelalm und natürlich, ihr wisst's, dann geht's volkstümlich zur Sache, denn hier in den Heiligen Hallen, da ist natürlich hier, ja, sieht richtig alpenländisch aus und das passt ganz genau, um meinen heutigen Interviewgast zu begrüßen. Er kommt aus Tirol. Hallo, herzlich willkommen, Marco Spiegel. Letztes Jahr haben wir uns noch online begrüßt, aber jetzt heute freut es mich umso mehr, dass du mal wieder hier live neben mir sitzt. Ja, genau. Hallo, auch von meiner Seite aus, lieber Frank. Ist für mich auch wieder eine wahnsinnige Freude, dass wir uns wieder mal persönlich kennenlernen dürfen oder sehen dürfen sozusagen. Genau. Und ich glaube, das ist jetzt Gott sei Dank auch wieder möglich. Ganz genau, so schaut es aus. Und ja, wie gesagt, letztes Jahr war eine große Pandemie, nichts ging, keine Auftritte möglich. Und du bist jetzt gerade auf der Heimfahrt. Du warst ein paar Tage in Luxemburg am Spielen. Wie war es nach so langer Zeit, endlich mal wieder so eine große Distanz zurückzulegen? Ja, wie soll man sagen? Also ich glaube, ich spreche da nicht nur für mich, ich spreche da für alle Künstler. Es ist diese Pandemie sozusagen, es war eine Zwangspause, die hat fast ein Jahr lang gedauert. Und ich glaube, das ist jetzt schon wieder wichtig, dass dieser Schritt auch wieder geht, dass man ins Ausland fahren darf. Natürlich auch für die Fans, weil man hat sie ein Jahr lang nicht gesehen und es war jetzt wirklich in Luxemburg ein super Wochenende. Mhm. Also für mich als Künstler hat das schon wieder mal was gehabt, dass man sich mit den Fans unterhalten kann, ja, dass man solche Strecken fahren kann und dass man wieder mal auf Tour ist. Mhm. Ganz genau. Und klar, auf der Bühne zu stehen, das ist ja eigentlich wirklich das, was der Künstler braucht. Ja. Aber natürlich auch die Musik im Hintergrund. Du bist wieder fleißig am Arbeiten gewesen, gell? Jetzt gibt es wieder was Neues. Ja, genau. Also man darf nicht stehen bleiben. Also man hat schon immer geschaut, dass man am Ball bleibt auch. Wir haben jetzt zum Beispiel ein neues Musikvideo gedreht zu meinem Titel Ihr Figurtschall ist der Wahnsinn. Das ist auch sehr gut angekommen. Natürlich hat man auch sonstige Lieder geschrieben. Man ist auch im Studio ein bisschen fleißig gewesen. Und wie gesagt, man muss eigentlich immer am Ball bleiben, dass man nicht in Vergessenheit gerät. Mhm. Für mich war es jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Wie heißt der Titel? Ihr Figurtschall ist der Wahnsinn. Ihr Figurtschall? Genau, ihre Figur ist der Wahnsinn. Genau, in dem Lied handelt es sich quasi von einer Frau. Wir besingen quasi ihre Figur. Okay, genau. Und die schaut gut aus, natürlich. Sehr gut. Sehr gut. Deine Traumfrau? Ja, jein, jein. Das ist jetzt ein Filmmodel sozusagen. Die kommt sogar aus unserer Heimatgemeinde, was da mitspielt. Okay, sehr gut. Also hat sogar noch was Authentisches sozusagen. So ist es, genau. Genau, richtig. Und wie findet sie das Lied? Sehr gut. Sehr gut. Okay. Sonst hätte sie nicht mitgemacht. Hervorragend. Ja, wunderbar. Da wird man nachher bestimmt noch einen Titel hören, denn du hast auch hier deine steirische Harmonika dabei. Ich bin ganz begeistert. Die leuchtet so schön blau und gerade hast du noch gesagt, das ist so richtig Disco-Licht dann möglich, gell? Ja, genau, das wirst du dann später auch sehen. Also man kann alle Farben einstellen. Das ist das Marco Spiegel Sondermodell von der Firma Ruta. Aha, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber Musik kommt auch noch raus. Logisch, auf alle Fälle. Sehr gut. Ja, was wird in Zukunft jetzt bei dir noch weiter passieren? Stehen noch weitere Auftritte jetzt an für 2021, 2022? Klar, man muss ja immer ein bisschen weiter rausblicken, denke ich mal. Ja, also ich bin eigentlich relativ überrascht. Es hat sich eigentlich durch dem, das Ganze jetzt gelockert wurde sozusagen, ist das Ganze wieder sehr gut angelaufen. Also wir haben wirklich jetzt im Oktober, November haben wir jetzt Touren, wo wir zum Beispiel 5, 6 Auftritte, eine komplette Tour auch in Luxemburg zum Beispiel wieder spielen dürfen. In Deutschland sind wir auch sehr viel unterwegs und dann natürlich auch die Wintersaison bei uns zu Hause im Stubaital auf der Franebenalm. Und wie gesagt, der Terminkalender füllt sich jetzt immer mehr und ich glaube, das ist gut. Für alle. Ganz für alle, genau, auf alle Fälle, ja. Jetzt in Luxemburg warst du da alleine auf der Bühne, alleine unterwegs oder waren noch Kollegen, Musikkollegen auch dabei? Nein, in Luxemburg. Wir haben in Luxemburg 2 Marco Spiegel Fanclubs. Ah, ja, das macht mich natürlich auch wahnsinnig stolz, dass es Leute gibt, die hinter einem stehen und die haben da jetzt ein eigenes Fest organisiert. Und jetzt im Oktober sind wir auch wieder bei meinem Fanclub in Luxemburg und auch auf der Messe in Luxemburg darf ich zu Gast sein. Ich glaube, das ist auch ein sehr großes Event und das ist, glaube ich, sehr gut organisiert alles zusammen und es wird eine super Veranstaltung werden. Ja, das klingt doch gut. Wie viele Fans sind es da in Luxemburg von den 2 Fanclubs, wenn man die zusammen addiert? Wenn man, ja, ich glaube, das kann ich schon sagen, dass das 300, 400 Fans mittlerweile sind und die Gemeinde wird auch immer größer. Und Fanclubs insgesamt, was gibt es da so auf der Volksmusikebene, die dir hinterherreisen, sei es jetzt Österreich, Deutschland, wie flaschen so?
Ja, ich glaube, als junger Künstler glaube ich, kann ich mir schon noch ein bisschen glücklich schätzen, dass die Gemeinde auch immer größer wird. Zum Beispiel in Tirol gibt es einen gewaltigen Marco Spiegel-Fanclub, mittlerweile auch in der Schweiz. Also wir sind schon ein bisschen in die Grenzen auch bekannt. Ja, das klingt sehr gut. Ja, finde ich gut, dass da wirklich noch die Beliebtheit da ist. Genau. Doch, ich glaube, das wird auch immer mehr in dieser Sparte. Natürlich sind es die Fernsehsendungen, gerade das haben wir auch schon oft mal wieder diskutiert, in der volkstümlichen Branche eher ein bisschen zurückgegangen, was ich auch sehr schade finde, aber ich mag es immer wieder. Beliebtheit bei unseren Zuschauern, bei meinem Publikum ist auf alle Fälle da. Wann immer jemand mit der steirischen oder generell mit der Volksmusik auftritt, dann ist hier der Zuspruch sehr groß. Ja, ja. Wie siehst du es denn draußen? Wie kriegst du es mit? Ja, also wie du so richtig gesagt hast, die, wie soll man sagen, die Sendungen, der Markt wird eigentlich in dieser Sparte immer ein bisschen kleiner. Ich finde es auch sehr schade, weil es gibt natürlich auch viele Künstler, was das Sprungbrett auch nützen würden, die bräuchten auch, oder? Aber ich sage halt immer, ich glaube, für mich, ich sage jetzt immer, meine Sparte, ich bin mehr live. Auf der Bühne bin ich, also wie gesagt, im Ausland relativ viel unterwegs. Und ich glaube, die Fangemeinde baut man sich jetzt halt durch die Live-Geschäfte auf. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man live eine gute Show abliefern kann und dass das passt. Und ich glaube, dann werden die Fans auch so größer. Ja, ja, ganz genau. Und das braucht man einfach auch, das Live, unbedingt, die Live-Auftritte. Das Wichtigste, genau, ja. Richtig. Und die kommen jetzt hoffentlich alle wieder, genau. Genau, das hoffen wir wohl alle. Geht eh schon gut los. Ein Jahr Stillstand, das war gar nichts. Nein. Genau. Ja, arbeitest du auch jetzt an einem Album dann? Können da die Fans auch drauf warten, irgendwas nächstes Jahr vielleicht zu bekommen? Genau, also nächstes Jahr wird dann sicher wieder was Neues von mir erscheinen. Mhm. Wir sind eigentlich schon am Komponieren, am Arbeiten dran, aber wir lassen uns da jetzt Zeit, dass da wirklich auch ein gutes Produkt dabei rauskommt. Mhm. Du sagst wir, wer unterstützt dich denn da dabei? Genau, er sitzt eh gerade hinter der Kamera. Der Papa, der ist eigentlich immer mit dabei, wenn ich irgendwo unterwegs bin, eigentlich die generell die ganze Familie, aber großteils der Papa, was hinter mir steht und was das immer mit mir macht, auch diese Streckenform, weil es sind halt doch von zu Hause, zum Beispiel jetzt auf Luxemburg, 800 Kilometer. Ja, gewaltig. Und, ja, gewaltige Strecken und das ist eigentlich, der Papa ist eigentlich immer von Anfang an bis zum Ende eigentlich immer dabei. Also er unterstützt dich auch, was die Titel angeht beim Komponieren und produzieren, oder habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, also wir sind so ein eingefleischtes Team, also da macht jeder seinen Part und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir uns da beide gegenseitig ergänzen und auch musikalisch ist auch immer mit eingebunden. Hat er früher auch dann schon musiziert? Kennt man ihn da irgendwoher auch? Ja, also ich habe die Wurzeln auf alle Fälle, die musikalischen Wurzeln kommen auf alle Fälle von dieser Seite aus. Ich war früher auch ein begeisterter Tanzmusiker. Okay. Jetzt halt ein bisschen im Hintergrund aktiv, aber eigentlich immer noch sehr musikbegeistert sozusagen. Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, wie entstehen denn so die Titel? Wie kommen die Ideen zustande? Auf was schaust du da? Mehr die Musik dann, die zuerst kommt, oder dann der Text, oder wie ist es? Ja, ich muss immer sagen, also ich habe da meistens schon, wenn ich was text, beides irgendwie im Kopf. Also mir fällt irgendein Thema ein oder uns fällt irgendein Thema ein, wir reden uns zusammen, hey, dann singen wir uns vielleicht auf WhatsApp manchmal auch Sprachnachrichten drauf, dass man es nicht gleich vergisst, weil man jetzt nicht die Zeit hat, gleich zum Komponieren. Aber meistens, wie soll man sagen, entsteht das komplett. Also Musik und der Text, das kommt eigentlich alles aus einer Hand sozusagen. Und wir schauen auch, wir legen auf viel großen Wert drauf, dass wir jetzt nicht irgendeinen Titel produzieren, nur aus Lückenfüller auf einer CD sozusagen, sondern dass auch alle Titel, was wir auf einem Album oben haben, dass wir die halt live auch präsentieren können. Ja, nee, das ist wichtig. Ja, auf alle Fälle. Ganz genau, ganz genau. Jetzt habe ich vorhin gesehen, wie du angekommen bist. Ihr seid im Wohnmobil unterwegs. Hinten noch einen großen Anhänger. Hast du das ganze Equipment dabei? Oder wie muss man sich das vorstellen? Zu Hause ist nichts mehr übrig geblieben, oder? Ja, nein, unser Tourbus, unser Wohnmobil ist eigentlich relativ neu und wir schlafen auch da drinnen. Ja. Also wir sind da wirklich komplett flexibel. Wir haben eigentlich alles drinnen, ein Bett, eine Dusche, alles, was man so braucht. Und wie du vorher schon gesagt hast, im Anhänger haben wir unsere komplette Technik mit, weil wenn ich auf einer Bühne stehe, dann haben wir eigentlich, wie soll man sagen, technisch, wir haben hinten eine große Videowall mit 4x3 Meter fast und das ist, glaube ich, auch ein großes, also ein gutes Bühnenbild, glaube ich, macht auch einen Künstler auf der Bühne, macht, glaube ich, die Hälfte eigentlich schon aus vom kompletten Auftritt, würde ich jetzt sagen. Also gute Lichtshow, gute Technik, das ist schon heute in der heutigen Zeit sehr wichtig. Gut, na, seid ihr also so flexibel, könntet also jetzt durchaus hier heute Abend nochmal Station machen, theoretisch. Genau. Und aufbauen und dahin geht's. Und dahin geht's, ganz genau. Ja, gut, mal sehen, was der heutige Abend noch bringt. Also, wer so weiß, ist, ne? So ist's. Spontan sein, genau. Aber wie gesagt, du hast sie hier stehen.
Ich würde sagen, wir hören jetzt mal gleich doch mal ein paar Takte von deinem neuen oder was hast du sonst genau, von meinem neuen Lied, Ihr Figurtschall ist der Wahnsinn, genau. Die Unplugged-Version. Ja, okay. Sind wir gespannt. Jetzt tun wir die Farben wechseln. Okay. Ah, rot geht auch. Ja, gut, alle klar. Farben. Ja. Sehr gut. Ihr Figurtschall ist der Wahnsinn, alles dran sie und noch hier. So manche Dinge verschwinden, und auf der Boot, wir schauen seit ihr. Ihr Figurtschall ist der Wahnsinn, dieser Rolle lünscht und schreit. Und ihr mega kurzer Mini, wie oder was dir aber fängt. Jawohl, die kommt gut, die Figur, genau. Ja, danke schön. Richtig, richtig. Das ist so der österreichische, tirolerische Ausdruck dafür. Genau, für die Figur. Ja, 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 sehr gut. Ja, dann haben wir es eigentlich schon soweit für das heutige kurze Interview schon wieder geschafft. Vielleicht das nächste Mal irgendwo wieder in Tirol. Das wäre ganz gut. Da wünsche ich euch eine gute Weiterfahrt vor allen Dingen. Ne? Ja, danke schön, lieber Frank. Auch von unserer Seite aus darf ich jetzt sprechen. Also es ist für mich auch immer eine große Ehre, dass ich wieder bei dir mal da sitzen darf, beim Promi-Geflüster. Ist immer ein nettes Interview mit dir und ich hoffe, wir sehen uns hoffentlich bald mal auch in Tirol wieder. So ist es, genau. Und spätestens, wenn nächstes Jahr das Album kommt, dann machen wir da was Großes. Auf alle Fälle, gewaltig. Ja. Freuen wir uns. Okay, danke schön. Bis dahin. Tschüss.